Wow, herzlich willkommen zurück zu Trüberbrook. Ja, wir sind jetzt immer noch unterwegs mit dem Herrn Tannhauser. Ja, er schaut sich schon um. Wir sind in dieser Höhle gelandet. Beverly, es ist soweit. Ich bin gestrandet. Tief unter der Erde, in irgendeiner gottverlassenen Höhle. Es ist eiskalt. Ich kann kaum etwas sehen. An denjenigen, der diese Aufnahme findet, bitte übergeben Sie die Kassette an Miss Beverly. Auch das noch. Ja. Auf jeden Fall. Hallo? Ups. Okay. Darf ich jetzt reden? Immer werde ich unterbrochen. Auf jeden Fall sind wir in dieser Höhle stecken geblieben und ja, ich bin gespannt, was uns erwartet, ne? Es geht jetzt einmal weiter. Und dann würde ich sagen, auf geht's, ne? So, was haben wir hier Schönes? Was ist das? Der Abgrund? Es geht ziemlich tief runter. Ich kann den Boden nicht sehen. Okay. Wir können da was machen. Ach, wir können angeln und eine Münze werfen, wahrscheinlich um zu checken, wie weit es geht. Ach nein, er will sich was wünschen. Ich wünschte, ich könnte für meinen Trüberbrook bleiben. Ich wünschte, ich würde endlich jemanden finden, an dem mir wirklich etwas liegt. Ich wünschte, ich könnte aus dieser gottverlassenen Höhle entkommen. Ich wünschte, die ganzen Wünsche würden irgendwas bringen. Ach so, dieses ganze Wünschen würde irgendwas bringen. Oh, das ist Ich schwierig. wünschte, ich könnte für immer in Trüberburg bleiben. Okay. Und ansonsten angeln? Ich habe schon mal von Höhlenfischerei gehört, aber dazu bin ich jetzt wirklich nicht in der Stimmung. Also kein Fischen? Kann mich irgendjemand hören? Ich glaube nicht. Wir haben hier noch was. Vielleicht kann ich mich herüberschwingen? Da brauchen wir bestimmt irgendwie ein Seil oder so, ne? Was haben wir da? Ich kann dort Licht sehen. Ja, das ist offensichtlich. Gretchen! Okay, dann haben wir hier noch was. Interessante Formation. Sieht brüchig aus. Okay, vielleicht müssen wir das irgendwie abhacken mit irgendwas. Das erinnert mich daran, wie wir in Siberia auch diesen einen Zapfen da abmachen mussten. Und ich habe so lange dafür gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Ja, ach, hier ist noch ein Rohr. Kann man vielleicht hier entlang klettern? Völlig porös. Es fällt fast aus den Halterungen. Okay. Also es wird uns wohl nicht halten. Aha, was ist das? Bei diesem Ventil fehlt das Rad. Okay, wir brauchen ein Rad. Was ist das? Ach, hier ist doch ein Rad, oder nicht? Sie ist völlig hinüber. Können wir das auseinandernehmen? Oh. Nochmal? Denkt ihr das Gleiche, was ich denke? Weg mit dem Ding. Yes. Ich übernehme auch schon so eine Katzenmentalität, ey. Alles über Bord kippen, alles, was geht. Okay. Sie ist völlig hinüber. Können wir das auch schubsen? Nicht vergessen, Kinder. Fahrt nie ohne Helm. Ganz genau. Hier ist ein Rad. Schade, meine fast perfekte Konstruktion ist auseinandergefallen. Okay, das hat also nichts gebracht, aber wir hätten hier noch wie nennt sich das? Eine Axt? Nein. Boah, krass, ich habe das Wort vergessen. Ich kenne nur den englischen Begriff dafür, diese Pickaxe. Pickaxe? Oh Mann, ey. Ah, ja, ihr wisst aber, was ich meine, ne? Können wir das irgendwie damit bewerfen? Ja. Macht er tatsächlich, ne? Ich habe gerade gedacht, das Ding fliegt zurück auf uns zu. Aber was bringt uns das Ganze? Wir haben das Ding jetzt abgeschossen, aber brauchen wir nicht das Ding wieder? Ja. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, alles zu zerstören hier.
Da fehlt immer noch die Schraube, ne? Bei diesem Ventil fehlt das Rad. Ja, also das Rad, nicht die Schraube. Wir können da auch nichts benutzen. Können wir ja immer noch nur angeln, ne? Ah, hier. Damit können wir das irgendwie abkriegen. Ja, hat funktioniert. Also können wir das jetzt ja hier reparieren. So. Aber wenn das Ding porös ist, weiß ich nicht, ob es was bringt. Das schaffe ich sogar ohne Schraubenschlüssel. Okay, schön. Dann dreh mal. Versuchen wir unser Glück. Hat das jetzt was gebracht? Also, ich merke jetzt nichts. Ja, das können wir jetzt auch zerstören. Ist das so sinnvoll? Ich hoffe, er hat einen Plan. Na dann, Wassermarsch. Ich überlege gerade, ist der Plan vielleicht die Höhle mit... mit Wasser volllaufen zu lassen. Ah, und die Sachen, die wir runtergeschmissen haben, darauf können wir bestimmt jetzt laufen, oder? Und natürlich geht es nur so hoch, ne? Natürlich. War ja klar. Damit wir hier hochkommen. Okay, Junge, versuchen wir mal da drauf. Können wir paddeln? Oder müssen wir uns noch eine Paddel basteln? Macht Sinn. Ach, er rollt da von alleine schon rüber. Och, wie praktisch. So. Mal sehen, wo wir gleich rauskommen. Immerhin ist es dort hell. Ach so. Ich dachte, der macht das schon automatisch. Ich habe tatsächlich gedacht, dass Tannhäuser und Gretchen treffen sich endlich wieder. Also ich habe gedacht, dass dieses ganze Höhlending etwas länger dauert. Endlich. Ah, es geht doch weiter. Ist ja ganz schmutzig. Bist du etwa den ganzen Weg durch die alte Mine gestolpert? Darauf muss ich nicht antworten. Auf jeden Fall würdest du mir nie glauben, was mir alles passiert ist. Oh ja. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Musst du mir unbedingt bei Gelegenheit mal erzählen. Was ist denn das? Ziemlich große Türen haben sie hier. Da soll wohl jemand auf jeden Fall am Betreten gehindert werden. Das sieht sehr ungewöhnlich aus. Ach so, ich kann jetzt was drücken. Ich bin gerade voll fasziniert von dem Ding. Ich weiß nicht, das sieht nach etwas aus, was man eigentlich nicht öffnen sollte, oder? Wir müssen die Tür aufbekommen. Oh, okay, natürlich. Ja, machen wir auch gleich. Ich schaue noch einmal, ob es hier noch was gibt. Hier gibt es irgendwas. Also da könnten wir wahrscheinlich hoch, gehe ich mal davon aus. Und ansonsten machen wir das Ding wahrscheinlich gleich auf. Hast du dich etwa abgeseilt? Wie denn sonst? Ja, wir kamen von der anderen Seite. Ja, wir öffnen jetzt das Ding, was man eigentlich nicht öffnen sollte. Oh, ich kann noch eine Aufnahme machen. Machen wir kurz. Memo an mich selbst. Beverly, für einen Moment dachte ich, die Welt hätte mich verloren. Nun, da ich mich aus meiner misslichen Lage befreien konnte, stehe ich mit Gretchen vor einem gigantischen Stahltor. Ich melde mich später mit Details. Was, wenn Beverly so seine zweite Persönlichkeit ist und er in Wirklichkeit schizophren ist oder so, ne? Man weiß ja nie. Was ist, wenn nicht jemand am Betreten, sondern etwas am Verlassen gehindert werden sollte? Ja, ja, das ist mein Gedanke. Finden wir es raus. Ich bin immer zu vorsichtig, ne? Dazu Achso. Hatte ich schon einen Eintrag. Ich will nicht noch einen Eintrag machen. Nein. Da stimmt Schriftzeichen, sehe ich gerade. Was ist das dort? Ja. Das glaubst du nicht. Das sind germanische Runen, mein Spezialgebiet. Okay. Oh, bedeutet so viel wie kehre um, Fremde, erwartet dich jedoch nur der Tod. Ja, das ist ja eindeutig. Können wir bitte gehen? Irgendwie das Licht am Tor aktiviert. Siehst du, wie sie nachleuchten? Ja. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Also müssen wir noch irgendwas anleuchten?
Gibt's hier noch was? Da ist noch was. Was ist das da drüben? Interessant. Denkst du, was ich denke? Ich erkenne das nicht. Ist das ein Graffito? Ein Graffito? Hier unten? Schwierig zu lesen, jedenfalls. Siehst du auch das Hexagon? Keine Ahnung. Interessant. Die Inschriften scheinen mit dem Öffnungsmechanismus des Tors verbunden zu sein. Vielleicht eine Art Lichtsensorik? Okay. Ach, da ist noch was. Was ist das dort? Nur ein Riss in der Wand. Ach so, ja, weil ich wollte gerade sagen, ich sehe nichts. Hier ist noch was. Ist das ein Schalter? Ein Öffnungsmechanismus. Oh. Ist einfacher, ne, als hier nach Zeichen zu suchen. Geht nicht? Und schon wieder. Wahrscheinlich müssen wir alle Punkte voll machen, ne? Macht Sinn. Gibt hier noch was? Ah, hier ist noch was. Was hältst du davon? Tenhauser, das sind altägyptische Hieroglyphen. Hä? Was machen die denn hier? Das wollte ich auch gerade fragen. Ich kenne mich leider nicht so gut aus. Das eine Zeichen links könnte Tor oder Durchgang bedeuten. Gefolgt von dem Zeichen für Tod. Na, bist du auch langsam neugierig? Nein. Nein. Ich bin nicht neugierig. Ich finde, es sind schon genug Zeichen hier. Und ja, ich will nicht durch dieses Tor gehen. Kannst du bitte mal da drüben hinleuchten? Oh, nur ein Schatten. Oh, okay. Aber das sah aus wie so ein Dinosaurier, ne? Oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Leuchte mal bitte hier oben hin. Oben? Das ist unten. Nein, nichts. Auch nichts. Das hatten wir schon. Was ist das Ding? Hatten Kannst das du schon? Bitte mal da drüben hinleuchten? Ah, interessant. Sieht aus wie eine lateinische Inschrift. Latein? Halt dich fest. Da steht frei übersetzt, Weg ohne Wiederkehr. Papalapap, ihr Römer. Also, ja. Aber wir haben immer noch nur zwei hier, ne? Dabei habe ich doch andere Sachen schon angeleuchtet. Muss ich die nochmal anleuchten? Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Oder muss das die richtige Reihenfolge haben? Ah, seht ihr, jetzt sind das drei. Hast du bemerkt, dass das kleine Lämpchen angegangen ist? Ja. Muss ich das dann auch nochmal anmachen? Könntest du mir nochmal dieses Runding zeigen? Nochmal dieses Runding? Aha, okay. Das ist dann auch jetzt da, eingeschaltet. Da, noch ein Licht. Eins fehlt uns noch. Soll ich das noch? Nee, das haben wir ja gerade eben, ne? Hier waren nur die Dinge, aber die haben wir Könntest auch schon. Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die Hieroglyphen richten? Ah doch. Okay, und jetzt wahrscheinlich den Knopf, ne? Jetzt sind es 5 Lichter. Ja. Was hat das zu bedeuten? Dass wir den Schalter drücken müssen. Für ein Tor, vor dem wir gewarnt wurden. Aber natürlich werden wir es öffnen. Hä? Und schon wieder. Hä, aber wir haben doch alle 5. Jetzt müssen wir alles nochmal von vorne machen. Hast du schon eine Idee? Nein, ich habe keine Idee. Recording. Aufregend. Genau wie im Werbeprospekt. Kann sie uns vielleicht noch was erzählen? Weil wir haben ja jetzt hier, war das Ägyptische, dann dieses Römische, dann hatten wir das Germanische. Wow. Und eben so ein... Glückwunsch. Ich glaube, du hast deine Kultstätte gefunden. Was hältst du von all diesen Inschriften? Ich bin in die Fänge von einem verrückten Wissenschaftler geraten. Achso, wir können erzählen. Ich habe dein Camp draußen gefunden. Weiter geht's. Machen wir erstmal das. Was meinst du? Warum ist das hier alles so vollgeschrieben? Ich stehe vor einem Rätsel. Diese ganzen Schriftzeichen sind in verschiedenen Sprachen gehalten. Unmöglich von hier unten zu sagen, ob sie auch in verschiedenen Epochen entstanden sind. Ist das vielleicht so ein Portal durch die Zeit oder durch Raum und Zeit oder was auch immer? Ich bin übrigens in die Fänge eines verrückten Wissenschaftlers geraten, unter anderem. Du bist wohl zu hart auf den Kopf gefallen. Nein, nein, wirklich wahr. Weiter unten im Tal ist ein altes Sanatorium.
Ich dachte, da wohnt schon lange keiner mehr. Doch, Wissenschaftler. Zumindest einer. Und der hat super verrückte Tests mit mir gemacht. Tests? Genau. Farben angucken, persönliche Fragen beantworten und solche Sachen. Tannhauser, bist du sicher, dass du nicht einen leichten Hirnschaden davon getragen hast? Na, ich weiß ja nicht. Eigentlich schon. Er redet mit einer imaginären Beverly oder hinterlässt ihr Nachrichten. Ich habe dein Camp draußen gefunden. Ja, ich hatte noch auf dich gewartet. Aber als du dir so lange Zeit gelassen hast, bin ich schon mal vorgegangen. Mhm. Genug geplaudert jetzt. Lass uns eine Lösung finden, wie wir dieses monströse Tor aufbekommen. Also ich bin dafür, dass sie auch ihren Teil erfüllt und mir erzählt, wie wir das machen sollen. Was jetzt denkst du? Ja, was denkst denn du? Wer baut sowas? Ja. Keine Ahnung. Meine Protogermanen jedenfalls nicht. Okay, gut. Ich frage mich, wer sowas baut. Mhm. Und warum? Ich frage mich ja, warum das nicht funktioniert hat mit den Teilen hier. Oder muss man das wirklich in einer bestimmten Reihenfolge machen? Aber ich weiß, ich bin ehrlich gesagt in Geschichte nicht so gut, als dass ich jetzt zeitlich sagen könnte, wann was entstanden. Was ist das? Was ist das da drüben? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ach, das war nur ein Schatten oder so, ne? Oder was? Nur ein Fledermausrudel. Ach, Fledermausrudel. Oder ist es ein Schwarm? Eine Herde? Hm, mit denen kann man nichts machen, ne? Okay, wir haben hier einmal das ägyptische Ding. Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die... Versuch's einfach nochmal. Okay, eins ist angegangen. Dann hätten wir ja... Warte mal. Was ist denn das? Nee, das ist bestimmt auch wieder irgendein Käse. Dann hätten wir dann das hier. Könntest du mir nochmal dieses Runding zeigen? Mhm. Das war von den Germanen, ne? Dann hatten wir irgendwo noch das lateinische Ding. War das hier irgendwo? Hier war das. Zeig mir doch bitte nochmal die lateinische Inschrift. Weil ich gerade denke, müsste die Reihenfolge nicht irgendwie anders sein? Dann hatten wir... Dieses Ding kann ich überhaupt nicht zuordnen. Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Ja, das Graffito. Oder soll das sozusagen was Neuzeitliches sein? Oder umgekehrt, irgend so ein ganz urzeitliches Ding? Und was schon? Ich stehe auf dem Schlauch. Ja, Sesam, öffne dich! Ich verstehe sie. Was war sonst hier? Wartet mal, ich hatte doch noch eins. Habe ich irgendwas wieder ausgelassen? Nee, den hatten wir schon. Oder gibt es hier irgendwo Hinweise? Leuchte mal bitte auf die Stelle dort. Oh, das hatte ich noch nicht. Das sieht aus wie steinzeitliche Höhlenmalerei. Oh. Wer hätte damit gerechnet? Muss ich tatsächlich... Eine Gruppe von Strichmännchen, die um eine Art Hexagon herum eingeschlafen ist. Eingeschlafen oder tot? Tannhauser, das ist eine Sensation. Na. Eingeschlafen, ja? Ja. Und wieder. 5 Lichter. Nochmal probieren? Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Aber dann, ansonsten versuche ich das gleich nochmal nach der zeitlichen Reihenfolge. Nee, hat nicht funktioniert. Also doch, dann und wahrscheinlich die zeitliche Reihenfolge. Dann würde ich sagen, fangen wir damit an. Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? Boah, aber ich hätte in Geschichte besser aufpassen sollen. Wartet mal. Wir hatten die Höhlenmalerei, ne? Dann hatten wir hier oben, das waren die Ägypter. Dann hätten wir hier das Germanenvolk. Dann das komische Graffito, ne? Warte, das wären 1, 2, 3, 4 und das ist Nummer 5. Ich glaube, das ist dann tatsächlich das Neuzeitliche. Dann fangen wir mit dem Ding an. Ich glaube, das nächste wäre ägyptisch, oder? Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die Hieroglyphen richten? Das, dann hätten wir als nächstes, war das jetzt Latein oder Germanistik? Was kam zuerst? Ach du meine Güte, ich habe keinen blassen Schimmer. Machen wir dann zuerst, nee, ich glaube das, oder? Oder das? Machen wir erst das und dann das andere? Zeig mir doch bitte nochmal die lateinische Inschrift. Ansonsten müsste ich gleich nochmal googeln. Es ist mir etwas peinlich, aber... Ansonsten könntest ich ja du mir nochmal dieses Runding zeigen?
So, ich glaube, das Runending so. Oder muss das andersrum? Wahrscheinlich ist es doch andersrum. Und dann zum Schluss das Ding. Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Und wieder. 5 Lichter. Genau, 5 Lichter. Können wir jetzt hier was machen? Aufregend. Genau. Ja. Oh, da, was ist das? Da leuchtet was? Ach nee, das steht er. Ach so, nee, er steht da. Da leuchtet was. Das könnte gut werden. Ja? Habe ich das jetzt richtig gemacht? Wahrscheinlich haben sich immer mal wieder Entdecker in diese Höhle verirrt. Seltsam, dass jeder von ihnen eine Warnung hinterlassen hat, oder? Und wer auch immer dieses gigantische Stahltor gebaut hat, wollte auf Nummer sicher gehen, dass nur jemand mit dem nötigen Wissen es öffnen kann. Auch lange nach dem Ableben der Erbauer. Ich nehme an, sie haben die verschiedenen Inschriften genutzt und den Code wortwörtlich an der Wand hinterlassen. Für einen Notfall vielleicht? Beeindruckend. Ja, beeindruckend. Und wir ignorieren natürlich alle diese Nachrichten. Oh, das ist so gruselig. Ich kriege so Stranger Things Vibes. Oh Mann, ey. Das ist 100 pro irgendein Portal. Aber ich finde sowas immer voll spannend. Ja, Tannhäuser und Gretchen machen eine Entdeckung. Mm. Und natürlich werden wir das Ding jetzt erst einmal den Lichtschalter finden. Genau, zum Laufen bringen. Das war auch mein Gedanke. 100 pro, dass das... Was ist das hier? Ist das der Schalter? Oh, das sieht hier nach einem Sonnensystem aus, ne? Ist das Licht? Oh, tatsächlich. Los, schauen wir uns um. Aufregend. Oh ja, sehr aufregend. Also es gibt hier auf jeden Fall viel zu sehen. Und ich sehe schon, wir müssen bestimmt hier auch gleich noch irgendwas einstellen. Hast du den riesigen Teilchenbeschleuniger da gesehen? Teilchenbeschleuniger? Oha. Oha, hier ist so viel. Was ist das hier? Mir alles anschauen. Alles. Trüber Broker Tribun. Vermisst. Geselliger und beliebter Gastwirt spurlos verschwunden. 40 Pfennige, Woche 37. Irgendwas mit Immobilien, was ich nicht lesen kann. Okay, Trüberbrook. Wirtin Trude bleibt in diesem Jahr auch wirklich gar nichts erspart. Nachdem vergangene Woche schon der Schlüssel zum Keller des Gasthauses verloren ging, wir berichteten, vermisst sie nun schon wieder etwas. Ihren Bruder Heinz. Die stadtbekannte Frohnatur, wird bereits seit einiger Zeit vermisst. Laut Aussage seiner Schwester verließ er am Abend das Haus, um noch kurz den Sonnenuntergang mit einem Schluck Bolzenschuss runterzuspülen. Er kehrte bisher nicht zurück. Obwohl das schon häufiger vorgekommen sei, macht sich Trude dieses Mal ernsthaft Sorgen. Ich habe da so ein komisches Bauchgefühl. Kann aber auch von der doppelten Portion Eisbein mit Sauerkraut gestern Abend kommen. Wie immer an dieser Stelle unsere Bitte. Sollte euch Heinz begegnen, bringt ihn nach Hause. Oh je. Rüstung statt Rostung, Trüberbrook. Schon wieder sind 10 Jahre ins Land gezogen und die Restaurierung unseres geliebten Wahrzeichens der Rüstung von Hilarius, dem Unberatenen, Markgraf von Trüberbrook und Gründer unseres schönen Ortes steht an. Pünktlich zum Ende der Saison findet sich der Dorfverschönerungsverein am kommenden Dienstag auf dem Marktplatz ein, um die Rüstung dem Restaurator zu übergeben, damit sie zur 998. Jahrfeier wieder blitzt und blinkt. Mhm. Ein nahezu aktuelles Bild von Heinz. Aha, so sieht er also aus, wenn wir dem irgendwo vielleicht begegnen. Unbekannter, markiert, räumt ab. Trüberbrook. Zum wiederholten Mal räumte ein Unbekannter den Jackpot beim großen Midsommerturnier des örtlichen Doppelkopfvereins Rote Hochzeit e.V. ab. Das mit 9.851 D-Mark aus dem clubeigenen Sparkästchen dotierte Turnier erfreute sich weiterhin großer Beliebtheit in Trüberbrook und dem näheren Umland, obwohl einige Teilnehmer schon äußerten, langsam die Lust zu verlieren, wenn immer nur der Gleiche gewinnt. Aha, ein Unbekannter. Wer weiß, vielleicht ist jemand ja in der Zeit gereist und hat dann herausgefunden, was man da halt machen muss. Und
dann hat das funktioniert, ne? Midsommerturnier des örtlichen Doppelkopfvereins. Es wurde ja bestimmt nicht umsonst markiert, ne? Was ist das Ding? Irgendetwas stimmt nicht mit dem Motor, der dieses Sonnensystem antreibt. Ja, das sieht man definitiv. Als wäre das Universum aus dem Gleichgewicht geraten. Genau, vielleicht ist es ja tatsächlich in der Realität auch. Müssen wir irgendwie richten oder so. Also ich rate wirklich rein, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein eindrucksvolles Modell unseres Sonnensystems entdeckt. Es zeigt unsere neuen Planeten außer Balance. Fast so, als gäbe es eine Störung im interplanetaren Gleichgewicht. Ein Ereignis, das die alten Griechen als Ekpyrose beschreiben. Eine verhängnisvolle Schieflage des Universums. Ob ich daraus ein schlechtes Omen ableiten sollte oder ob das Gerät einfach nur defekt ist, kann ich nicht sagen. Eigentlich weiß ich nicht, ob es überhaupt irgendeine Bedeutung hat. Vielleicht ist es nur Deko. Aber man sieht ja hier die Funken, das ist definitiv defekt. Wir müssen das bestimmt irgendwie reparieren. Muss ja nichts heißen. Hier haben wir irgendeinen Schalter für eine Tür. Und auch wieder diese rote Farbe und dann ein dieses Öffnungsmechanismus. Ja, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, wenn wir das öffnen, aber wir öffnen mal. Die Tür ist natürlich blockiert. Ja, und vielleicht auch zum Besten. Und dann haben wir hier auch nochmal einen Aufzug oder so, ne? Es scheint ein Defekt vorzuliegen. Ja, die Technik funktioniert hier nicht. Ich kenne das Problem. Lauter wunderliche Gerätschaften. Wunderliche Gerätschaften. Können wir denn was drücken? Was für eine gigantische Anlage. Ich will sie auch sehen. Ich sehe da nichts so gut. Naja, schauen wir uns das hier mal an. Diese ganze moderne Hardware muss ein Vermögen gekostet haben. Okay, können wir denn da... Nee, wir können da auch nichts machen. Nur anschauen. Solche Geräte hatten wir nicht einmal an der Uni. Ja. Okay, und das Ding? Oh, hier ist, glaube ich, auch noch was. Keine Ahnung, wofür die wohl verwendet werden. Und das Ding? Sieht aus wie eine Flasche oder so, ne? Ja. Können wir mit ihr nochmal sprechen? Vielleicht hat sie ja eine Idee. Eine Idee? Ja. Wer oder was wohl hinter all dem hier steckt? Gute Frage. Nächste Frage. Oh, ich kann hier noch was mitnehmen. Dieser Todesfalle komme ich lieber nicht zu nahe. Ach so, möchte er nicht. Kann ich hier... Aha, ich kann mit der Flasche interagieren. Ich habe das Universum wieder ins Gleichgewicht gebracht. Wie cool. Ich mag es, dass es jetzt so gleichmäßig läuft. Können wir jetzt nochmal eine Memo machen? Dazu hatte ich schon eine. Achso, nee, dann brauchen wir uns nicht mal. Ich müsste eine Opfer. Genau. Gut, dann passt das. Funktioniert vielleicht jetzt irgendwas? Können wir irgendwas machen? Oder irgendwas benutzen? Hat das irgendwas freigeschaltet? Oder können wir vielleicht jetzt diese Teile nehmen? Es scheint ein Defekt. Okay. Ah ja, jetzt können wir es, glaube ich, nehmen. Jetzt, wo wir von dem Ding nicht erschlagen werden können. Hoffe ich zumindest. Okay, was habe ich denn? Das können wir auch nur hier. Auch nicht. Wofür können wir das denn benutzen? Können wir mit ihr nochmal drüber reden? Irgendeine Idee? Wer oder was? Nochmal ausprobieren. Es scheint ein... Nee, geht nicht. Und das Ding vielleicht jetzt? Die Tür ist natürlich blockiert. Nee, auch nicht. Mit der Zeitung können wir... Geht's vielleicht hier irgendwo lang, was ich ausgelassen hätte? Nee. Kann man hier oben noch was anklicken? Auch nicht. Boah, krass.
Hier oben noch was? Nee, auch nicht. Und wenn wir hier hingehen? Lauf! Tut sich auch nichts. Nennt man das eine Sackgasse? Ich muss einmal ganz kurz abtesten, ob ich irgendwas ausgelassen habe. Aber eigentlich haben wir alles schon durchsucht. Das wäre ja sie. Das Ding haben wir uns angeschaut. Und die Teile auch. Schauen wir uns nochmal an. Nutzt ja nichts. Das muss ja in diesem Raum sein. Ne? Keine Ahnung, wofür. Ja. Solche Geräte hatten wir nicht einmal an der Uni. Diese ganze moderne Hardware. Lauter. Was für eine gigantische. Auch nicht. Irgendeine Idee? Wer? Da konnten wir nichts machen, da konnten wir nichts machen. An dem Teil konnte ich nur. Vielleicht müssen wir uns das nochmal anschauen. Ich habe das Universum wieder ins Gleichgewicht gebracht. Und drumherum gab es da jetzt auch nichts, ne? Die Tür kann ich noch hier versuchen aufzumachen. Hier kann ich es ja nicht, ne? Aber hier leuchtet das Ding. Fehler. Speicherüberlauf. Speicherüberlauf? Hallo? Jemand da? Na klar, noch eine verschlossene Tür. Fehler. Oh no. Speicherüberlauf. Speicherüberlauf? Kann man da was drücken? Die Tür ist natürlich blockiert. Speicherüberlauf. Muss man hier was machen? Speicherüberlauf. Da kann ich auch nur anschauen, ne? Aber hier ist das jetzt einzeln. Kann ich da was drücken? Hier. Fehler. Oh nein. Speicherüberlauf. So ist es auch nervig. 64 Kilobyte Hauptspeicher auf isolinearen Chips. Mein lieber Charlie, Fehler. Speicherüberlauf. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft, so. Wo können wir das dann jetzt hier reinmachen? Hier? Nee. Fehler. Speicherüberlauf. Kannst du bitte diesen Lärm abstellen? Ja, ich würde ja gerne, wenn ich wüsste, wie. Ach so, kann er das dann selbst da irgendwie austauschen, oder? Du hast wohl nicht mehr alle Riegel im RAM. Eindringlingsalarm. Ja. Oh no. Eindringlingsalarm. Bitte identifizieren Sie sich. Du kannst mich Hans nennen. Mein Name ist Tenhauser und wenn ich mich nicht identifizieren will, ich sehe dich gar nicht. Wer spricht denn da? Eigentlich könnten wir uns doch jetzt als dieser eine. Oh, wie hieß der? Heinz? Der Bruder von der Trude? Nein? Ja, er kann uns ruhig duzen. Hi, du kannst mich Hans nennen. Ich kenne Sie nicht, Hans. Spielt das eine Rolle? Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Okay. Er ist jetzt mit der Technik auf Du. Ich wünschte, das wäre bei mir auch der Fall. Naja, ich höre jetzt endlich auf damit. Und wenn ich nicht autorisiert bin, ich bin Hans und habe deinen Arbeitsspeicher defragmentiert. Jetzt öffne schon die Tür, ich sehe dich gar nicht. Wer spricht denn da? Ich sehe dich gar nicht. Wer spricht denn da? Wo kam das denn jetzt her? Außer 2000. Ich überwache diese Station. Kannst du nicht einfach diese Tür für mich öffnen? Nicht möglich. Wie cool. Das führt doch zu nichts, Tenhauser. Wir brauchen Gewalt. Barbarossa 2000. Boah, das erinnert mich an SpongeBob. Naja, ich weiß nicht, wieso ich heute so viele Einfälle dazu habe. Aber das sieht so cool aus. Was ist das? Was ist das hier für eine Station? Diese Station wurde von der Millennium-Kooperative gebaut. Mhm. Ich darf nur autorisierten Personen darüber Auskunft erteilen. Ach, schade. Interessant. Wie werde ich autorisiert? Nicht möglich. Hä? Ich kann Sie nicht autorisieren, da ich Sie nicht kenne. Okay. Wer hat dich konstruiert? Dr. von Strick und Dr. Römmler haben mich entwickelt. Dr. von Strick. Ich bin Eigentum der Millennium-Kooperative. Aha.